Polizeikontrolle. Genau andersrum. Dennis Flores kontrolliert die Polizei. Er will nämlich verhindern, dass Polizisten mit roher Gewalt auf Bürger losgehen. Die Kamera ist seine Waffe. Es kann schon reichen, bei Rot über die Straße zu gehen, und die Polizei packt hart zu. Es geht um Bagatellfälle. Die Polizei hat sich entschieden, aggressiv gegen sie vorzugehen. So wollen sie nämlich größere Verbrechen verhindern, indem sie die Kleinen gar nicht erst zulassen. Was die Polizei da macht, ist nicht nur maßlos. Sie werden dabei selber kriminell, wenn sie nämlich überdurchschnittlich oft Latinos und Schwarze im Visier hat. Willkommen in Sunset Park, Brooklyn, New York. Hier sind die Menschen eingewandert, meist arm, sie schlagen sich durch. Wir würden sagen, sozialer Brennpunkt. Dennis entdeckt eine Zivilstreife und einen Polizeiwagen. Die setzen gerade ein Auto fest. Er meint, da stimmt was nicht. Entschuldigung, darf ich Ihre Dienstmarke sehen? Während der eine ihm seine Nummer nennt, vertreibt die andere Streife Dennis von der Straße. Es ist ja noch grün. Ich darf hier stehen. Machen Sie die Bilder auf dem Bürgersteig. Wenn Sie auf der Straße stehen, werden Sie festgenommen. Also die haben hier gerade ein Auto festgehalten. Wer weiß weswegen. Da waren gleich mehrere Streifenwagen. Als wir kamen, haben sie ihn dann fahren lassen. Wenn er was gemacht hätte, hätten sie ihn doch festgenommen. Darum geht es hier. Wir erwischen die Polizei bei etwas, wo sie sich selber strafbar macht. Dennis' Misstrauen hat gute Gründe. Ein Grund ist gerade 4 Wochen her. In Sunset Park war Straßenfest, Essensstände, Musik, Party. Um 6 sollte Schluss sein. 5 Minuten später entstand dieses Video. Jonathan verkaufte Essen, Straßenhändler, ganz legal. Als die Veranstaltung um 5 nach 6 noch nicht zu Ende war, begann die Polizei, sie gewaltsam aufzulösen. Auch ich bin ein Opfer von Polizeigewalt. Sie hatten einen meiner Studenten festgenommen und ich habe das fotografiert. Da haben sie mir mit ihren Funkgeräten auf den Kopf geschlagen. Und dafür wurde ich auch noch angezeigt. Ich will nicht Opfer sein. Ich will etwas tun. Genau in dem Moment, als wir mit Dennis sprechen, kommt New Yorks Bürgermeister de Blasio aus dem Rathaus. De Blasio ist Dienstherr der Polizei. Dennis hat ihn noch nie getroffen. Hier ist eine Einladung für Sie. Es gibt einzelne Polizisten, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Sie können uns in Sunset Park nicht einfach ignorieren. Sie müssen etwas tun. Hören Sie auf, uns zu ignorieren. Wenige Stunden später. Dennis hat eine Bürgerversammlung in einer Turnhalle einberufen. Der Bürgermeister erscheint nicht, aber die Polizeispitze rückt an. Denn mittlerweile sind die Vorwürfe zu stark. Selbst ganze Familien sind gekommen. Viele hier haben brutale Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Die Videos sprechen eine eigene Sprache. Eine Woche ist es her, da wurde Sandra Amezquita festgehalten, im 6. Monat schwanger, deutlich zu sehen. Da wird eine Schwangere auf den Boden geworfen und Menschen werden zu Tode gewürgt. Was werden Sie tun, damit sich diese Situation verändert? Wenn einer schon von Polizisten überwältigt ist und dann kommt noch einer hinzu, 1,80 groß, und der tritt ihn, hinterhältig, feige, obwohl der andere schon am Boden liegt. Kennen Sie das Sprichwort? Tritt keinen Hund, wenn er am Boden liegt. Er ist aber kein Hund, er ist ein Mensch. Warum denken diese Polizisten, sie stehen über dem Gesetz? Guten Abend, mein Name ist Philip Banks. Ich bin Vizechef der New Yorker Polizei. I'm very comfortable saying
Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich sage, die große Mehrheit der Polizeibeamten machen gute Arbeit. Immer. Und ihr größter Feind sind die Polizisten, die das nicht tun. Das ist die Polizeisprachregelung. Einzelfall. Aber im Saal sagen sie, die Einzelfälle sind meist die Regel. Das belegen sogar die Polizeistatistiken. Und der Fall von Eric Garner. Ein Vater von 6 Kindern, der auf der Straße illegal einzelne Zigaretten verkaufte. Mindestens 4 Polizisten wollten ihn festnehmen. Das hat er nicht überlebt. Er starb vor laufender Kamera. Dennis hat diese Bilder im Kopf. Er will aber nicht einfach Opfer sein. Deshalb wird er weiter auf den Auslöser drücken.